Hallo ihr fantastischen Menschen, willkommen zu einer neuen Folge und heute gucke ich mir mal wieder drei Homebrew-Spiele für den Gameboy an. Das heißt, Spiele, die jetzt neu entwickelt wurden. Es sind auch schon welche mit dem Gameboy Studio entwickelt worden, die hier jetzt dabei sind. Da habe ich mir ja schon mal das angeguckt. Das ist so ein Toolset, wo ihr selber Gameboy-Spiele ja, ohne großartige Programmierkenntnisse erstellen könnt. Und da scheint jetzt gefühlt so eine ganze Welle natürlich zu erscheinen, weil viele dieses Tool neu entdecken und auch nutzen. Da sind wirklich, wirklich richtig gute Sachen dabei. Zwei Spiele werden sich so ein bisschen auf den ersten Anschein so ein bisschen ähnlich spielen. Es sind auch physische Versionen von diesen Spielen, zumindest bei dem Spiel, was jetzt hier nachkommt, erschien. Bei Neighbor, was ich hier jetzt gleich vorstelle, bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber lange genug der Vorrede, das dritte Spiel wird dann auf jeden Fall was ganz anderes sein. Ihr werdet dann sehen, warum. Neighbor, ich habe das Spiel ja durchgespielt. Es ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich hätte sehr viel Spaß damit. Aber ich würde sagen, ich zeige euch nur kurz immer mal so ein bisschen den Anfang, zeige euch, wie das Spiel funktioniert, damit ihr einfach mal so einen Eindruck bekommt. Wo ihr diese Spiele bekommen könnt, habe ich euch natürlich unten in die Kommentare reingeschrieben. Aber jetzt so wirklich lange Vorrede, kurzer Sinn, schauen wir einfach mal rein. Und zwar ist es hier Neighbor. Ihr seht schon, grafisch ist das ziemlich cool eigentlich aufgebaut. Es ist in verschiedene Kapitel unterteilt. Ich fange jetzt einfach hier mal mit dem ersten Kapitel an, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, wie das hier geschrieben wird. Die Spiele sind leider alle auf Englisch, das vorweg. Ihr solltet also einigermaßen gut Englisch verstehen können, weil auch hier Neighbor ist sehr textlastig auf jeden Fall. Also always be careful what you wish for, also immer vorsichtig sein, was ihr euch wünscht. Denn wenn etwas zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es auch zu gut. Also das heißt, ne, es trifft dann halt nicht ein. Das ist ihre Story. Wobei ich auch hier sage, guckt euch das doch einfach mal an. Diese Bilder ist wirklich sehr schön reingemacht auf jeden Fall. Also ob ihr es glaubt oder nicht, es ist alles wahr. So, Kapitel 1, was ich hier auch sehr schön finde am grafischen Stil, das ist halt, ich spiele es mit einem Emulator, dass das mit dieser roten Farbe so ein bisschen rumgespielt wird. Ihr seht es auch oben am Cover schon. Hier ist wirklich sehr, sehr viel Liebe eingeflossen. Okay. Also sie, die Dame, die wir spielen, hat ein neues Apartment bekommen. Und das klingt aber irgendwie alles zu gut, ne? Ihr seht, also grafisch sieht das wirklich super aus. Wunderbares Haus. Und wir sind hier. Ich nehme an, das wird auch mit dem GB-Studio gemacht worden sein. Hier hat man dann die einzelnen Stockwerke. Okay, was ist hier? Das ist versperrt. Okay, also wir müssen hier einmal weiter hoch. Und hier ist unser Apartment. Wunderbar, ja, schon fertig eingerichtet. Ich würde sagen, sieht doch wunderbar aus. Fernseher läuft schon. Ah, okay. Also, sie sagt, hey, vielleicht soll ich mich mal den Nachbarn unten vorstellen. Das macht man als guter Nachbar einfach, ne? Und dann gucken wir da einfach mal rein. Sind wir ja gerade schon vorbeigegangen. Die Musik ist, hält sich zurück, ist aber sehr stimmungsgeladen, ne? Also, wir klopfen an. Hey, wir sind der neue Nachbar von oben. Ah, ja. Komm rein. Na, da haben wir schon Nachbarn. Er guckt ein bisschen grimmig, würde ich sagen. Ob der irgendwas zu verbergen hat, wir wissen es nicht. Also, hi. Das ist also Chase. Er freut sich, uns zu treffen. Und er wohnt jetzt seit einem Jahr dort. Es ist ein relativ ruhiger Platz. Und da stimmen wir natürlich überein. Es scheint ziemlich gut zu sein. Da zu leben ist super. Aber da gibt es halt diese eine Sache, ne? Und wir fragen uns natürlich, ja, aber du hast doch gesagt, es ist alles in Ordnung. Okay, bleib einfach drin, so spät in der Nacht draußen zu sein, ist nicht so toll. Und wenn du irgendwas hörst, einfach Tür schließen und gut ist. Ja, ich würde sagen natürlich, das klingt jetzt nicht so geil, ne? Also ihr seht schon, das Spiel ist sehr storygetrieben. Ja, ist das hier alles verhext hier oder was, aber naja. Wir sind hier gerade umgezogen, ziemlich müde, also lass uns erstmal schlafen gehen, würde ich sagen. Ne? So, dann gehen wir natürlich hier ins Bett. Das heißt hier, diese Interaktionen, wie ihr seht, sind halt im Prinzip relativ simple.
Aktion. Ich würde fast sagen, das ist so eine Art Walking-Simulator auf den Gameboy. So Pi, ganz, ganz grob kann man das vielleicht als Genre so bezeichnen. Wir hören etwas draußen. Aber wir sollen auch drin bleiben, ne? Aber irgendwie. Vielleicht mal doch gucken? Also auch diese kleinen Szenenübergänge, ne? Die sind wirklich grafisch sehr cool gemacht. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Da kommt einer hoch. Schnell hier rein. Verstecken. Ja, da kommt wer. Schnell rein, schnell rein. Okay. Da ist irgendwas draußen. Hört ihr das auch? Was machen wir jetzt? Wollen wir rausgucken? Ja, vielleicht ist es ja weg, ne? Okay, da wurden wir erwischt. Das wusste ich natürlich schon. Da meine ich auch, ihr seht schon, wie schön das Blut hier gedingst ist. Aber wie ihr seht, ihr werdet auch immer relativ fair wieder zurückgesetzt. Das heißt, ihr könnt euch einfach mal so durchprobieren. Im Fokus steht hier wirklich die Geschichte. Nein, machen wir natürlich nicht. Okay, jetzt sollte er weg sein. Oh. Okay, man muss noch länger warten. So, Moment. Da habe ich gerade etwas verwechselt. Ich will natürlich die Spiele jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber ihr merkt schon so ein bisschen, wohin dieses Spiel hier in der Richtung geht. Ich will euch nur diese Szene hier noch einmal beenden. Okay, so. Also er ist jetzt runtergegangen. So, jetzt gucken wir natürlich, was ist hier los? Es war natürlich nichts, das wissen wir jetzt natürlich. Okay, also legen wir uns mal ins Bett. Vielleicht war es ja. Ne, wir wissen es ja nicht. Ist auch schon sehr seltsam. Also irgendwas scheint hier unterwegs zu sein. Und wir schlafen jetzt nochmal einfach. So, und ich würde auch fast sagen. Ich will euch nicht zu viel von dem Spiel zeigen, weil wie gesagt, es ist halt sehr storygetrieben. Und ich denke mal, ihr habt jetzt einen Eindruck bekommen, wo es sich hier bei Neighbor handelt. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Spiel. Sehr, sehr fantastisch. Und ich würde sagen, jetzt springen wir mal zum nächsten Spiel. Und das ist auf den ersten Blick gar nicht so unterschiedlich. Und das nächste Spiel ist Deus. Ich habe keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Ich bleibe jetzt einfach mal Dead Deus. Ne, weil am Anfang ist das englische Dead für tot. Sollte passen. Das ist auf jeden Fall auch physisch erschienen. So richtig schön in der klassischen Gameboy-Box und so weiter. Hat auch ziemlich viele geile Features, wie zum Beispiel 11 verschiedene Enden. Was ich ziemlich krass finde für so ein Projekt. Und ihr seht schon an der Grafik, es ist ziemlich geil aufgemacht. Es hat sogar eine Speicherfunktion, was natürlich auch nicht immer so verkehrt ist. Auch hier schauen wir mal kurz rein. Auch das sollte mit dem Gameboy Studio gemacht worden sein. Ich glaube, das wird sogar am Anfang irgendwo eingeblendet, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wie ihr seht, wir liegen im Bett. Und irgendwie... auch das Spiel ist natürlich alles leider auf Englisch, aber mit rudimentären englischen Kenntnissen solltet ihr da eigentlich ganz gut vorbeikommen. Und zwar, dein Fleisch ist im Zweifel und es ist long overdue, also ja, die Mindesthaltbarkeit ist erreicht. Ach, kennt ihr das so Englisch? Wenn ihr wisst, was es bedeutet, aber das jetzt so eins zu eins zu übersetzen, ist es immer etwas schwer. Okay, also er hat uns alle Geschenke des Lebens gegeben. Und er wird es uns genauso einfach wieder nehmen, alles. Ne? Also, wie ihr seht, wir sind jetzt auch gerade nicht so geil im Bett da unterwegs. Drei Tage noch und dann wird er kommen und die ganze Erde von allem, was auf ihn läuft, einfach wegfegen. Denn nur dann ist diese Schuld des Lebensgegebenen erfüllt. Okay. 3 Tage haben wir also Zeit. Also die Grafik auch hier finde ich wirklich wunderbar umgesetzt. Also da sind wirklich Pixel-Künstler unterwegs. Finde ich richtig geil. Auch hier, wie ihr seht, ist das so eine Art Top-Down-Spiel. Und auch hier ist auch eher der Fokus wie bei Neighbor auf das Narrativ gesetzt natürlich. Ne? Okay, also hier an den Bug könnten wir theoretisch speichern.
Auch hier navigiert ihr in klassischer Weise hier durch die Örtlichkeiten. Das ist unsere Mutter. Bist du okay? Das klang irgendwie so, als ob du einen schlechten Traum gehabt hattest. Hä? Ein Monster? Das kommt, um uns alle zu essen? Ja, komm, sei mal nicht unsinnig. Das war doch nur ein Traum. War es wirklich nur ein Traum? Das Mädchen nebenan kam und hat hier geklopft und nach dir gefragt. Sie schien irgendwie besorgt wegen irgendwas zu sagen. Vielleicht sollst du mal vorbeigehen. Machen wir natürlich. Hier ist natürlich die Steuerung ganz klassisch, ne? Steuerkreuz, A und B. Ihr kennt das Spiel, ne? Ja, aber und übrigens, bitte nicht zu spät kommen. Wenn wir hier fertig sind, dann kommen wir bitte zum Bett und dann zum Schlafen etc. Damit sagt uns das Spiel natürlich, hey, wenn du mit dem Tag fertig bist, damit kannst du dann den nächsten Tag dann einläuten, ne? Wunderbar. Ihr seht auch hier die Grafik sehr, sehr liebevoll gestaltet. Feiere ich wirklich total ab. Sieht sehr schön aus. Dann gucken wir mal hier das Mädchen nebenan, was das zu sagen hat. Das hat uns hier nämlich auch gleich was großartig zu erzählen. Du bist gekommen. Hey, ich hatte einen komischen Traum und ich war mir nicht sicher, ob ich darüber sprechen sollte. Ich versuche immer noch irgendeinen Sinn dabei herauszufinden, ne? Hä? Du hast auch einen gehabt? Ich frage mich, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Naja. Also wir scheinen zumindest schon nicht der Einzige zu sein, der so einen Traum gehabt hat, ne? Vielleicht hatten ja auch die anderen Kinder auch die Träume, ne? Vielleicht sollen wir mal in die Bibliothek gehen. Da gibt es bestimmt irgendwelche Bücher bezüglich Träumen und sowas, ne? Aber wir sollen nicht den Erwachsenen dafür von was sagen, also ihren Vater im Speziellen. Das heißt, es natürlich wird ja so ein schönes Narrativ entsponnen, dass die Kinder wieder hier die Welt retten und zusammenhalten. War ja früher auch in den Spielen immer so, ne? Da waren die Erwachsenen so nicht zu gebrauchen, man hat dann immer irgendwie den jugendlichen Kämpfer irgendwie gespielt. So. Ihr merkt auch schon hier, die Musik finde ich auch ziemlich cool. Ist schon so ein bisschen dramatisch. Und hier könnt ihr halt die Stadt erkunden. Ne? Und eure Aufgabe sollte euch klar sein. Irgendwas scheint da im Kommen zu sein. Und irgendwie müsst ihr diese Geheimnisse hier dann auch irgendwie entschlüsseln. Ist im Prinzip alles so aufgeteilt. Ihr löst ein bisschen Rätsel, kombiniert und kommt dann halt weiter und könnt da entsprechend die Ereignisse dann in irgendwelche Bahnen lenken, sage ich mal. Und wir gucken uns hier einfach mal grob in der Bibliothek um. Um euch einfach mal so ein bisschen was zu zeigen. Also ich will ja euch, auch da ist es sehr storygetrieben, das Spiel, deswegen will ich hier euch auch nicht so viel zeigen. Und im Prinzip nur, wie ihr das Spiel spielt. Also ich hatte sehr viel Spaß dran. Ich habe es leider noch nicht so ganz durchgespielt. Aber das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Macht sehr, sehr viel Spaß. Und wenn das Spiel so damals erschienen wäre, ich hätte mir es auf jeden Fall gekauft und wirklich ziemlich abgefallen. Ne? Ist natürlich hier das Übliche wieder, hey, aus der Stadt dürft ihr nicht rausgehen. Da wird natürlich so der Spielraum etwas eingeschränkt. Aber hier soll das typische Stadt erkunden und mal gucken, wo hier irgendwelche Rätsel sind. Wo ich mich mal gefragt habe, hier dieser Kuttenmann hier, der sieht sehr verdächtig aus, ne? Er versteckt sich übrigens nicht, ne? Und die haben ihn irgendwie rausgeworfen und ich soll morgen nochmal vorbeikommen. Da seht ihr, ihr könnt auch nicht alles an einen Tag machen. Das hat sich natürlich so vom Verlauf her, ist das alles so ein bisschen beschränkt und muss sich natürlich entwickeln. Ich finde halt diese Musik und das erzeugt so eine wirklich gute Spannung. Und wirklich diese Traumsequenzen sind wirklich spitze gemacht. Also dann wirklich Hut ab. Die physische Version ist, glaube ich, ausverkauft. Ich habe es leider zu spät mitbekommen, mir die auch zu holen. Aber das ist es auf jeden Fall wert. Ne? Wir sind hier in der Schule. Können wir natürlich hier nochmal Unterricht teilnehmen. Und im Prinzip ist alles so aufgebaut. Auch hier würde ich sagen, ich will euch jetzt hier nicht zu viel vorwegnehmen. Klare Empfehlung von mir aus, wenn euch das gefallen hat, was ihr hier seht, ladet es euch auf jeden Fall runter, spendet den Entwickler Geld, der es auf jeden Fall verdient, ist ein ziemlich geiles Projekt. Aber jetzt, beim dritten Spiel, kommen wir zu was ganz anderem. Jetzt haben wir zweimal hier so einen Gruselkram gehabt. Jetzt ist genug gegruselt, jetzt kommt mal etwas Entspanntes, Süßes, würde ich sagen. Wie gesagt, zur Auflockerung, ihr seht etwas, es wird wesentlich süßer und fluffiger. Ja, es ist Tuff. Es ist ein kleiner, sympathischer Plattformer,
der relativ simpel gehalten ist, aber durchaus mal einen Blick wert ist. Als großes Feature, ihr seht selber, es gibt einen Doppelsprung, dessen Timing ich immer etwas verkacke, muss ich sagen. Und ihr könnt nicht nur einen Doppelsprung machen, ihr könnt auch, wenn ihr springt, wop, per Knopfdruck dann halt so eine RAM-Attacke machen. Ne? Und ihr seht, ne? an die Bewegung von dem Hasen müsst ihr euch so ein bisschen gewöhnen. Weil ihr seht, er springt ja so ein bisschen. Und dadurch ist diese, das ist schlecht zu beschreiben, diese Bewegung vom Gefühl her nicht ganz so glatt, sondern ne, immer so ein bisschen springen, sag ich mal. Aber der ist einfach herzallerliebst animiert, der Kleine. Und wie ihr seht, sind die Level auch als großes Feature nicht sehr linear aufgebaut. Ihr müsst einfach so ein bisschen erkunden, wo könnt ihr hin, wo gibt es irgendwie was. Und einfach mal so gucken, wo ihr weiterkommt. Das ist so ein Prinzip, das. Also, das mit dem Doppelsprung, da bin ich echt oft so doof zu. Aber was müsst ihr halt gucken, wo kommt ihr überhaupt weiter? Was für Rätsel sind zu lösen? Also, kleinere Rätsel ist natürlich jetzt nicht wieder der große Puzzle-Plattformer vor dem Herrn. Ihr seht, es sind nicht so wirklich Gegner da. Aber das Ganze finde ich halt sehr, sehr liebevoll gemacht, auf jeden Fall. Vor allem gesagt, in diesen Hasen. Da habe ich mich so ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Das sieht so super süß aus, ne? Also ihr habt natürlich so Blöcke, wie die könnt ihr zum Beispiel zerstören. Und ich finde es irgendwie so ziemlich krass, dass es hier diesen Doppelsprung gibt. Weil es gibt nicht sehr viele originale Gameboy-Spiele, die diesen Doppelsprung auch wirklich haben. Ich weiß gar nicht, wieso, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ihr könnt es auch seitlich hier anwenden. Aber irgendwie komme ich hier gerade nicht weiter. So. Also müssen wir mal gucken, was hier noch gemacht ist, weil die Welt ist gefühlt ziemlich groß. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin leider noch nicht so überweit gekommen, weil ich mich immer wieder ein bisschen blöd anstelle. Aber ich wollte euch einfach das nur mal zeigen, weil diesen Protagonisten. Das ist einfach so genial. Der ist so einfach gestaltet, aber irgendwie durch diese Animation hat er so viel Charakter irgendwie bekommen. Ne? Wir waren jetzt immer leider nur, ich mal gucken. Ne? Okay. Wenn man irgendwie jetzt gerade den Bildschirm oben mal sehen würde, wo man hinkommt. So, also hier gibt es natürlich auch einiges zum Einsammeln. No. Wie ihr seht, es ist auch nicht gerade einfach. Also, wenn ihr in Gefahren reinläuft, dann ist es nicht immer unbedingt. Okay, da komme ich nicht weiter. Ich stelle mich aber auch doof an. Ich bin einfach, was Plattformer angeht, bin ich wirklich nicht der King. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? So. Also. Das war knapp. Okay. Gucken, wo ich hier weiterkomme. Das war unfair. Also, ne, typische unfaire Plattformer-Momente, nenne ich es mal, sind natürlich auch dabei. Es wirkt halt alles so ein bisschen, ehrlich gesagt, eher wie so eine kleine Studie, muss ich sagen. So eine Machbarkeitsstudie. Hey, ich habe mal Bock, so ein bisschen was zu machen, weil ihr seht, es sind halt überall noch so ein paar kleinere Fehler irgendwie drin. Zumindest kann ich mir nicht erklären, ob das hier so gewollt ist, ehrlich gesagt. Aber das sagt uns hier, dass man oben gab es ja diesen einen See, dass man wahrscheinlich dann hier runtertauchen kann. Man kann natürlich auch so ein bisschen an Wänden ein bisschen langsliden. Aber, ne, also Prinzip, es hat sehr, sehr viel Potenzial. Und das ist natürlich so toll. Hier komme ich natürlich jetzt nicht irgendwie weg, also muss ich mich kaputt machen. So. Wir haben jetzt aber gesehen, oben bei dem See müssen wir einfach mal abtauchen, um da reinzukommen. Keine Musik ist da. Wie gesagt, ist halt ein Projekt, aber natürlich jetzt nicht so finalisiert, sage ich mal. Ein bisschen. Ja. Also ich weiß nicht, warum dieser Doppelsprung manchmal so hakelig ist. Bin mir etwas unsicher, ob es irgendwie an mir liegt. Ne, das haben wir jetzt ja gerade gesehen. Oder halt an der allgemeinen Steuerung. Und dann geht es hier halt weiter. Ist halt mal so eine nette
sag mal, 10 bis 15 Minuten kann man hier mal verbringen, um hier einfach mal alles zu erkunden und um weiterzukommen. Ja, ich wollte es heute einfach nur mal zeigen, wegen süßen Protagonisten, jetzt mal so im Vergleich zu den beiden Horrorspielen gerade. Kann man spielen, ist so ein bisschen, muss man nicht unbedingt, aber ist ein nettes kleines Projekt, würde ich sagen, und kostet im Zweifel ja nichts, ne? Das waren auf jeden Fall die drei Homebrew-Spiele, die ich euch dieses Mal vorstellen wollte. Ich hoffe, euch gefällt das Format genauso wie mir. Und vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.